auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand zufällig auf die Stellung im TV Eindhoven 1:1. Dominik, leider nur ein Punkt, sagen wir es mal so, aber trotzdem kann man das Spiel vor allem wegen der zweiten Halbzeit, denke ich mal, positiv sehen, wenn nicht Punkte dringend, sehr dringend benötigt würden. Was denkst du? Ja, ich denke, die Mannschaft hat nochmal in der Halbzeit sich zusammengerafft. Wir haben in der Kabine besprochen, wie wir es besser machen wollen. Und ich denke, wir haben ein gutes Zeichen gesetzt in der zweiten Halbzeit und verdient dann zum Ausgleich gekommen. Leider hat es mit 3 Punkten nicht gereicht. Die eine oder andere Torschuss in der ersten und zweiten Halbzeit hatten wir noch, aber letztendlich müssen wir mit dem Punkt leben. Ist natürlich auch wichtig in unserer Lage unten, dass wir 1 Punkt geholt haben und jetzt gilt es darauf aufzubauen. Was konntet ihr im Detail besser machen, vor allem in der zweiten Halbzeit, wie du schon sagtest? Ich denke, in der ersten Halbzeit war die Vorgabe, dass wir ein bisschen tiefer standen und Ilzhofen den Spielaufbau gewähren lassen sollen. Aber ich denke, da sind wir nicht gut ins Spiel gekommen, weil sie zu viel Platz hatten. Und dann sind wir höher gestanden, konnten wir besser agieren, auch in den Zweikämpfen. Und dadurch sind wir besser ins Spiel gekommen. Du hast heute mal wieder von Anfang an gespielt. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Du warst ja bis kurz vor Schluss warst du drin. Ich denke, ich bin mit meiner Leistung eigentlich sehr zufrieden. Ich habe eine hohe Laufintensität gehabt. Habe es natürlich dann auch in den Beinen gemerkt, aber der ein oder andere Ball war ein bisschen ungenau oder ist nicht zum Mitspieler angekommen. Das ärgert mich natürlich, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit meiner Leistung. Ja, die Lage bleibt weiter schwierig. Wie arbeitet man sich da durch als Mannschaft? Ja, ich denke, durch den Trainerwechsel jetzt sind auch noch mal neue Impulse gekommen. Im Training ist mehr Intensität drin, mehr Feuer. Jeder will sich natürlich noch mal beweisen, dass er spielt. Und wir sind als Mannschaft noch mal näher zusammengerückt. Wir arbeiten unter der Woche hart und das wollen wir auch in den Spielen umsetzen, was wir unter der Woche trainieren. Und wenn das so weitergeht, bin ich zuversichtlich, dass auch die Punkte kommen werden. Nächstes Spiel ist dann das erste Spiel der Rückrunde gegen den SV Links, wieder daheim. Ja, was denkst du, was das für ein Gegner und für ein Spiel wird? Ja, wir kennen Links noch von der Vorrunde, das war das erste Spiel. Natürlich haben wir dort verloren, leider. Ich denke, wenn wir auf die Leistung heute, vor allem in der zweiten Halbzeit aufbauen, die Woche wieder gut trainieren und uns gut einstellen auf das Spiel am Wochenende, vor allem hier zu Hause, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch da gegen Links punkten werden zum letzten Spiel. Dominik, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt den passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.